heute einen ganz besonderen Tag. Ich bin ganz aufgeregt, das beginnen zu müssen oder auch zu wollen, weil es mir eine sehr, sehr große Freude ist, dass es soweit ist. Yoga Vidya ist 20 Jahre alt geworden, eine wunderbare Tradition, die Tradition von Swami Shivananda, von Swami Vishnu Devananda und an uns weitergegeben durch Sukadev. Und es ist ganz, ganz besonders, dass Sukadev an diesem Tag bei uns ist, hier zu Gast in Frankfurt, in dem allerersten Yoga Vidya Zentrum, vor 20 Jahren gegründet als Yoga Vidya Zentrum am Zoo, 92, und mittlerweile viel größer geworden und natürlich mit vielen, vielen ganz tollen Yogaschülern. Und wir beginnen mit der Yogastunde 20x20, ein besonderes Highlight, wo 20 wesentliche Yoga-Übungen 20 Minuten lang jeweils geübt werden. Alles angeleitet von Sukadev persönlich. Und ich begrüße dazu auch unsere Zuschauer online, weltweit, im Internet für die Live-Übertragung. Und ich wünsche euch allen, ich wünsche uns allen sehr viel Herzensfreude an diesem Tag und euch viel Spaß für die Yogastunde. Ja, vielen Dank, Maria, für die Einführung. Maria, die Leiterin des Frankfurter Zentrums hier. Ja, ich freue mich, 20 Jahre Yoga Vidya zu feiern hier in Frankfurt, der Geburtsstätte, dem Geburtsort von Yoga Vidya, in einer 20x20 Yogastunde. Yoga Vidya ist ja inzwischen gut gewachsen und in 20 Jahren viele verschiedene Praktiken. Und das Besondere bei Yoga Vidya ist ja die Breite des unteren Spektrums. Wir haben ein sehr breites Spektrum für Anfänger, für Fortgeschrittene. Wir haben sehr entspannend, sehr fordernd. Wir haben rein gesundheitlich, körperlich orientiert, wir haben sehr spirituell orientiert. Und aus all diesen Praktiken werden in dieser 400-minütigen Yogastunde einiges dabei sein. Nicht alle werden die vollen 400 Minuten dabei sein. Es fängt ja mit einem Anfängerteil an, erst die Anfänger-Atemübungen, Yoga-Vidya-Gelenkübungen, Yoga-Vidya-Krokodilsübungen, sanfte Asanas und Tiefenentspannung. Das ist das Programm bis 11.40 Uhr. Und danach geht es mit dem fortgeschritteneren Hatha-Yoga-Teil weiter und kommt dann in den mehr meditativen Teil. Und ich möchte auch alle begrüßen in dem Bild, bei den Bildschirmen. Die Stunde ist auch so gemacht, dass ihr alle mitmachen könnt. Gut, und wir wollen beginnen, wie wir bei Yoga Vidya immer beginnen, indem wir dreimal Om singen, um so Körper, Geist und Seele zur Harmonie zu führen. Und zu den Tiefen der Seele. Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapitacham Gopala Sarabhakshitam Umasutam Shokaminashakaranam Namami Vigneshwara Padakankajam Shadananam Kumkumaraktavanam Mahamatim Viryamayurahanam Rudrasya Sunum Suratsanyanatam Guham Saram Sharanam Papadhe Yagunem Utushara Harala Yashuras Tram
Shankara Prabhadimir, Devainsara Pujita, Sanam Patru Saraswati Bhagavati, Nishesha Swapa. Om Namah Shivaya Gurave, Satchidananda Vajaye, Nishwapam Shaya Shantaya, Shri Shivandaya Te Namah, Shri Vishnu Yavandaya Te Namah, Om Sarvamangala Mangalye, Shri Savata Sadike, Sharanye Priyambake Gauri, Narayani Namostute, Narayani Namostute. Wir gehen einen Moment lang in die Stille. Wir wiederholen dreimal Shanti. Shanti heißt Frieden. Frieden für Körper, Geist und Seele. Und Shanti, Shanti, Shanti. Besonders geeignet sind Atemübungen, die man besonders morgens üben kann, um gut aufzuwachen, den Tag mit neuer Energie zu beginnen, um auch Zugang zu finden zum Prana, zu der inneren Lebensenergie, um die wichtigen Chakras zu öffnen und natürlich Lungensystem zu reinigen. Wir beginnen zunächst mit Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha zur Aktivierung des Bauchraumes. Ihr könnt dazu die Füße etwa hüftbreit auseinandergeben. Dann könnt ihr beim Ausatmen den Mund öffnen und leicht in die Knie gehen. Das könnt ihr gleich machen. Dann die Hände auf die Knie geben und mit leeren Lungen den Bauch einziehen. Bauch eingezogen halten, so lange wie angenehm. Dann den Bauch nach vorne geben und tief einatmen, wieder tief ausatmen und einatmen und wieder durch den Mund nach unten ausatmen, leicht in die Knie gehen, Bauch einziehen, so wie die Bauchorgane gedrückt, das aktiviert die Bauchorgane und dann, wenn ihr bereit seid, legt ihr wieder den Bauch nach vorne, atmet ein. Atmen wieder tief vollständig aus. Wir atmen wieder ein. Und dann wieder durch den Mund nach unten aus. Gebt die Hände auf die Knie, stützt euch auf die Knie ab, zieht den Bauch ein, wölbt dabei den Brustkorb nach vorne. Haltet jetzt so lange wie angenehm und wenn der Einatmimpuls kommt, wieder für sich Bauch nach vorne geben und einatmen. Dann könnt ihr für einen Moment lang die Augen schließen, ein paar Mal mit dem Bauch atmen und spürt in euren Bauch hinein. Dann aktiviert den Bauchraum noch etwas stärker mit Agnisara. Agnisara heißt praktisch Feuerreinigung. Ähnlich wie Uddiyana Bandha, nur man gibt den Bauch vor und zurück und das erzeugt das Gefühl von Wärme und Hitze. Atme tief vollständig ein
und atme durch den Mund nach unten aus. Gib die Hände auf die Knie, gib den Bauch hinein und jetzt ohne zu atmen, gib den Bauch vor und zurück. Wieder und wieder vor und zurück. Solange bis der Einatmenimpuls kommt, dann gib den Bauch nach vorne, atme ein, atme aus, spürt dabei die Wärme im Bauch, atme ein, Bauch wieder hinaus und atme wieder durch den Mund nach unten aus. Gib die Hände auf die Knie, zieht den Bauch ein und wiederum gib den Bauch vor und zurück, wieder und wieder, Bauch vor und zurück. So lange, bis der Einatmenimpuls kommt, wenn er bereit sei, dann den Bauch nach vorne. Tief einatmen. Und wieder lächelnd normal vollständig ausatmen. Und ihr atmet wieder ein. Und dann durch den Mund nach unten aus. Ihr gebt die Hände auf die Knie, zieht den Bauch ein, gebt den Bauch vor und zurück, wieder und wieder. Erzeugt die Wärme im Bauch. Und wann immer der Einatmenimpuls kommt, gebt den Bauch nach vorne, atmet ein. Schließt die Augen. Spürt in den Bauch hinein. Und fühlt die Wärme im Bauch. Agni heißt Feuer. Heißt, dass dadurch das Verdauungsfeuer aktiviert wird, welches nicht nur für die Verdauung ist, sondern auch Lebenskraft, innere Wärme, Mut und Selbstvertrauen. So habt ihr den Bauchraum aktiviert. Als nächstes aktiviert ihr den Brustraum mit dem Gorilla. Dazu atmet zunächst sehr tief aus. Dann atmet ein, füllt die Lungen entweder vollständig oder bei Bluthochdruck und Schwindelgefühl nur zu 3/4. Halte die Luft an, jetzt mit den Fingerspitzen den Brustkorb massieren, auch seitlich, soweit ihr kommt. Dann schürzt eure Lippen und atmet stoßweise durch den Mund nach unten aus. Gebt die Hände auf die Knie, zieht den Bauch ein. Gebt den Bauch wieder nach vorne, atmet ein, füllt die Lungen zu 3/4 oder vollständig. Halte die Luft an, jetzt mit den Handflächen den Brustkorb massieren. Und wieder die Lippen schürzen, stoßweise nach unten ausatmen. Gebt die Hände auf die Knie, zieht den Bauch ein. Dann wieder Bauch nach vorne, atme tief vollständig ein oder nur zu 3/4. Halte die Luft an, jetzt mit den Fäusten den Brustkorb massieren, auch seitlich so weit ihr kommt. Und wieder die Lippen schürzen und atmen stoßweise nach unten aus. Gebt die Hände auf die Knie, zieht den Bauch ein. Halte die Luft so lange an, wie angenehm. Wenn ihr mehr bereit seid, gebt ihr den Bauch nach vorne. Atmet ein, atmet ein paar Mal normal ein und aus. Spürt das sanfte Pulsieren der Energie im Brustbereich. Lungen sind gereinigt. Da spürt ihr ein sanftes Kribbeln in den Fingern. Prana, Lebensenergie fließt. Übst die stehende Aufladeübung. Dazu gebt die Füße parallel, weit auseinander, aber parallel, also die Zehen nicht nach außen, wie sie in der entspannenden Stehhaltung wäre. Geht leicht in die Knie. Jetzt gebt die Hände unter die Nabelgegend. Sehr leicht angespannt, Lendenwirbelsäule aufgerichtet. Spürt diesen guten Stand. Und jetzt beim Einatmen, gebt die Arme zur Seite, atmet ein, stellt euch vor, nehmt Energie auf, haltet die Luft an, faltet die Hände, geht leicht nach rechts, leicht nach links, zurück zur Mitte, Handfläche nach außen, atmet aus und lasst das Energiefeld weit werden, geht leicht in die Knie, Hände unter die Nabelgegend, atmet wieder ein, nehmt neue Energie auf,
Halt die Luft an, gib nach rechts und nach links, verteilt die Energie. Handflächen nach außen, atmet aus. Und stellt euch vor, lasst das Energiefeld sehr weit werden, geht leicht in die Knie, Hände unter die Nabelgegend. Atmet wieder ein und nehmt bewusst Energie auf. Kopf kann auch leicht nach oben gehen. Faltet die Hände, geht nach rechts und nach links. Zurück zur Mitte, Handflächen nach außen, atmet aus. Leicht in die Knie. Atmet wieder ein, nehmt bewusst Energien auf. Jetzt verhakt eure Finger und geht nach rechts hinten. Und nach links hinten. Und zurück zur Mitte, Handflächen nach außen, atmet aus. Und macht noch zweimal in eurem eigenen Rhythmus. Wenn ihr diese Runde abgeschlossen habt, bleibt einen Moment lang ruhig stehen, atmet ein paar Mal, spürt euer gesamtes Energiefeld nach außen gedehnt, spürt über die Füße euch verwurzelt mit Mutter Erde. Über den Scheitel verbunden mit der Himmelskraft. Eine kleine Übung, um euer Herz etwas nach oben auszurichten. Jetzt können die Füße etwas weiter auseinandergeben, aber so wie angenehm ist, nur leicht weiter. Jetzt beim Ausatmen gebt die Hände zum Herzen hin. Beim Einatmen gebt die Arme nach oben und schaut leicht nach oben. Beim Ausatmen wieder die Hände zum Herzen hin und spürt in euer Herz. Beim Einatmen Hände nach oben und spürt. Öffnet euer Herz nach oben. Beim Ausatmen geht mit eurem Bewusstsein in euer Herz hinein. Beim Einatmen wieder nach oben. Spürt euch nach oben geöffnet. Und nochmals beim Ausatmen zum Herzen hin, fühlt in euer Herz hinein. Und beim Einatmen nach oben. Jetzt bleibt einen Moment lang in dieser Haltung nach oben. Atmet gleichmäßig. Brustkorb nach vorne geöffnet. Fühlt euch vom Herzen nach oben verbunden. Spürt dabei Freude und Liebe. Dann senkt die Arme. Und bleibt einen Moment lang ruhig stehen. So wie es angenehm ist zu stehen. Spürt euer Energiesystem aktiv, vielleicht euer Herz, vielleicht in anderen Teilen eures Körpers. Wird Verbundenheit.
Yoga Vidya Gelenksübungen. Übungen, um die Gelenkschmiere in den einzelnen Gelenken zu aktivieren, um die umliegenden Muskeln zu stärken, die Gelenke flexibel zu halten und um Energieblockaden in den Gelenken zu lösen. Diese Übungen sind gut für das gesamte Energiesystem des Körpers. Sie sind gut, um Gelenkproblemen vorzubeugen. Bei vielen Problemen können sie sogar heilend wirken. Und wer diese Übungen regelmäßig macht, hält seine Gelenke gesund für lange, lange Zeit und vom Alltagsgebrauch her lässt die Energie gut fließen. Denn alle wichtigen Gelenke sind auch Sitz von sogenannten Marmas, Energiefelder. Vom Prinzip her geht das immer so, es gibt drei Teile der Gelenksübung. Das erste ist das sanfte Bewegen, der zweite Teil ist das Stärken und der dritte Teil ist das statische, ruhige Dehnen. Wir beginnen mit den Fingergelenken. Und das Charakteristische ist, auch wenn ihr die Bewegungen macht, macht ihr sie nicht im vollen Radius, sondern immer nur im sanften Radius. Ihr könnt also jetzt beim Ausatmen die Finger etwas beugen, einatmen, strecken, ausatmen, beugen, einatmen, strecken, ausatmen, beugen. Macht das ein paar Mal, ihr könnt aber auch die Augen schließen und ihr könnt eure Finger spüren. Finger sind auch spreizbar. Ihr gebt also jetzt die Finger erstmal entspannt, mit Finger gestreckt. Und jetzt beim Einatmen die Finger spreizen und beim Ausatmen wieder zusammenführen. Die Finger einatmen, spreizen, ausatmen, zusammenführen, einatmen, spreizen, ausatmen, zusammenführen. Macht das ein paar Mal und spürt die Finger und vor allem die Fingergelenke, die sich dabei bewegen. Indem er das spürt, kommt auch Prana dorthin, Prana, Lebensenergie. Dann könnt ihr kurz die Unterarme senken und die Finger hineinspüren. Spürt ihr jetzt, wie die Finger belebt sind, vielleicht kribbeln, vielleicht warm sind, vielleicht wie Energie dort ausstrahlt. Einfacher, aber doch machtvolle Übungen. Dann könnt ihr jetzt mit den Handgelenken diese Übung machen. Sanft die Handgelenke beugen und strecken. Ausatmen, beugen. Einatmen, strecken. Und geht nicht in den maximalen Bewegungsradius, sondern so, wie es vollkommen angenehm ist. Ihr könnt aber auch die Augen wieder geschlossen halten. Ihr könnt in die Handgelenke hineinspüren. Das Hineinspüren ist genauso wichtig wie die Bewegung. So entsteht Prana, so entsteht Entspannung, so kommt Heilenergie. Dann könnt ihr die Hände, das ist jetzt etwas herausfordernder, die Hände so nach innen und nach außen gehen. Auch hier beim Einatmen in eine Richtung, beim Ausatmen in die andere. Und spürt dabei eure Handgelenke. Das ist eine hochkomplexe Bewegung im Anatomischen her. Viele Gelenke daran beteiligt sind, oder viele Knochen daran beteiligt sind. Und dann senkt einen Moment die Unterarme und spürt jetzt Unterarme, Handgelenke, Handflächen, Finger und die Ausstrahlung der Finger. Jetzt die Stärkung der Muskeln, die für Handgelenke und Fingergelenke verantwortlich sind. Gebt die Finger so, dass die Finger der einen Hand gegen die anderen drücken.
Und jetzt drückt so dagegen, dass also die Unterarme innen, der einen Unterarmes drücken und die Unterarmmuskeln der anderen Seite des anderen Unterarms arbeiten. Und langsam lösen. Und dann zur anderen Seite, also die Finger berühren sich und ihr drückt die Finger der einen Hand gegen die Finger der anderen. Und lasst langsam los. Und besonders wichtig sind diese Unterarmmuskeln. Diese zu stärken ist wichtig bei allen Arten von Handgelenksproblemen. Das könnt ihr jetzt so machen, indem ihr die Handflächen etwa 2 cm voneinander haltet. Also nicht 10 und auch nicht 0, sondern etwa 2 oder 3. Die, während jetzt die Handflächen etwa 2 bis 3 cm voneinander sind, die Fingerspitzen gegeneinander, und jetzt drückt ihr die Fingerspitzen so gegeneinander, dass ihr die Unterarmmuskeln spürt, diese Muskeln hier spürt. Gerade wer viel tippt, sollte diese Übung unbedingt 1-2 Mal die Woche machen. Dann haltet ihr eure Handgelenke gesund. Und langsam lösen und die Arme wieder senken. Und spürt jetzt die Muskeln der Unterarme und die Ausstrahlung der Energien in Unterarmen, Fingern und Handflächen. Übungen für die Ellbogen. Ausatmen, die Unterarme beugen. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, beugen. Nur so weit wie ganz angenehm. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, beugen. Macht das so ein paar Mal und spürt dabei eure Ellbogengelenke. Dann gebt die Unterarme parallel zum Boden. Und jetzt beim Ausatmen dreht die Hände so nach innen, dass die Handflächen zum Boden kommen. Ausatmen. Und beim Einatmen Handflächen nach oben. Ausatmen nach unten. Einatmen nach oben. Macht das ein paar Mal und spürt jetzt in den Ellbogen. Wer gute Körperbewusstheit hat, kann sogar genau die Aufmerksamkeit in die Ellenspeichengelenke tun. Da wo die Speiche um die Elle herum sich dreht. Im Ellbogenbereich. Und senkt langsam die Arme. Und jetzt stärken wir die umliegenden Muskeln, also Oberarm, Bizeps und Trizeps, indem ihr die Handgelenke so aufeinander gebt. Und dann drückt ihr mit der einen Hand gegen die andere. Und dann spürt ihr der einen Seite den Bizeps hier und auf der anderen Seite den Trizeps. Wenn ihr es stärker haben wollt, könnt auch die Finger gegeneinander geben, dann ist die Hebelwirkung stärker. Schaut, wie es für euch am besten ist, dass ihr Bizeps und Trizeps spürt.
Und langsam lösen. Und dann die andere Seite. Führt auf der einen Seite den Bizeps und auf der anderen Seite den Trizeps und den Oberarm. Dann gebt ganz langsam mit einer Hand die andere in die maximale Dehnung. Halte etwa 5 bis 10 Sekunden. Und die andere Seite in die maximale Dehnung. Aber bitte sanft. Maximal heißt nicht die gewaltsam maximale, sondern die sanft maximale. Und das gleiche noch mit den Handgelenken. Geht ganz sanft die Handgelenke in die maximale sanfte Dehnung. Könnt auch 5 Sekunden halten. Das könnt ihr dann die mal weitergeben, die Finger in ihre maximale sanfte Dehnung. Und dann sanft die Handgelenke in die andere Richtung in ihre sanft maximale Dehnung. Und die Finger so zusammengeben. Und dann die Arme senken. Prinzip von Bewegen, Stärken und Dehnen kann man für jede der Gelenke machen. Wir wollen es jetzt nochmal besonders für die ganzen Halswirbelsäule machen. Sehr wichtige Gruppe von Gelenken. Und mit diesen Übungen kann man auch Hals- und Nackenprobleme vorbeugen und auch bestehende Probleme mildern oder ganz auflösen. Gut, und wer zwischendurch noch eine andere Bewegung machen will, wer jetzt schon eine halbe Stunde steht, kann natürlich auch immer wieder zwischendurch machen zum Yoga, gehört dazu, auf seinen Körper zu hören. Gut, zunächst die sanften Bewegungen des Kopfes. Beim Ausatmen Kopf leicht nach vorne geben. Beim Einatmen nach hinten, so weit nach hinten wie ganz angenehm. Und beim Ausatmen nach vorne, so weit wie angenehm. Beim Einatmen nach hinten, beim Ausatmen nach vorne, beim Einatmen nach hinten. Macht so noch 2-3 Mal im eigenen Rhythmus und spürt dabei den ganzen Hals und wenn es geht sogar besonders die Halswirbelsäule. Dann geht zurück zur Mitte und jetzt beugt den Kopf leicht nach rechts und nach links und einatmen zur Mitte, ausatmen nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach links. Macht das ein paar Mal. So recht langsam und recht bewusst. Und dabei Bewusstheit im Hals oder sogar in der Halswirbelsäule halten. Eine sanfte Bewegung für die Zwischenwirbelgelenke, die Bandscheiben und Lockerung für alle daran beteiligten Muskeln. Zurück zur Mitte. Und jetzt beim Ausatmen Kopf zur Seite. Einatmen zur Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Auch hier wieder nur so weit wie angenehm. Einatmen zur Mitte und ausatmen zur anderen Seite. Also nicht den ganzen Radius. Ach so weiter.
Wenn ihr Nackenprobleme hättet, würdet ihr sogar nur die Hälfte des möglichen Radiuses machen. Wenn ihr keine Probleme hattet, ist es so weit wie angenehm. Sehr gut für die Zwischenwirbelgelenke, sehr gut für die Bandscheiben, sehr gut für die Entspannung der daran beteiligten Muskeln. Indem ihr dort Bewusstsein hinbringt, bringt ihr auch Prana, Lebensenergie und Heilenergie dorthin. Und zurück zur Mitte. Spürt euren Hals-Nacken-Bereich. Als nächstes Stärkungsübungen für all diese Halsmuskeln. Gebt jetzt die Hände gegen die Stirn oder Jochbeine, gebt den Kopf leicht nach unten, drückt mit den Händen gegen die Stirn oder die Jochbeine, Kopf dabei leicht gesenkt und macht es so, dass ihr die vorderen Halsmuskeln spürt, nicht den Nacken, sondern vorne am Hals. Und langsam lösen. Jetzt kippt den Kopf leicht nach rechts, drückt mit der rechten Hand gegen die rechte Seite des Kopfes, sodass ihr die rechten Halsmuskeln spürt. Jetzt würdet ihr nicht die hinteren Halsmuskeln spüren, sondern die rechten. Und langsam wieder lösen. Gebt die gleiche Hand vorne an die Schläfe und jetzt dreht den Kopf leicht nach rechts und dann drückt den Kopf drehend gegen die rechte Hand, sodass ihr die Drehmuskeln spürt. Und langsam wieder lösen. Dann senkt die Hand. Gebt jetzt die linke Hand gegen den Kopf. Gebt den Kopf leicht nach links. Und drückt jetzt mit der Hand gegen den Kopf. Und so, dass ihr die linken Halsmuskeln spürt. Und löst langsam. Gebt die Hand jetzt etwas weiter vorne, dreht den Kopf leicht nach links und drückt mit der Hand gegen den Kopf, und dass ihr die Dreher spürt, die drehende Muskeln. Und lasst langsam locker. Jetzt faltet die Hände hinter den Hinterkopf. Gebt den Kopf leicht nach hinten und drückt dann mit den Händen gegen den Kopf sanft, sodass ihr die Nackenmuskeln spürt. Soll es nicht in der Wirbelsäule selbst spüren, sondern die seitlichen Nackenmuskeln sanft. Und langsam die Arme senken. Und spürt eure Halsmuskeln. Jetzt senkt den Kopf leicht nach vorne, ist der dritte Teil der Gelenkübung, das sanfte Dehnen. Ihr könnt entweder allein die Schwerkraft den Kopf nach unten ziehen lassen, oder wer will, kann auch die Hände hinter den Hinterkopf geben, die Arme dabei entspannen und so den Nacken noch stärker dehnen. Gebt den Kopf wieder. Dann könnt ihr den Rumpf leicht nach rechts beugen, den Kopf nach rechts hinunterhängen lassen. Spürt die sanfte Dehnung der linken Halshälfte. Und zurück zur Mitte. Beugt den Rumpf etwas nach links. Spürt die Dehnung der rechten Halshälfte. Und zurück zur Mitte. Schließt einen Moment lang die Augen. Und spürt jetzt die Energie des Halses fließen.
diese Übungen regelmäßig macht. Regelmäßig kann heißen, ein oder zweimal pro Woche. Braucht nie Nackenprobleme zu bekommen. Hilft auch gegen Kopfweh, auch vorzeitiger Müdigkeit, Schlafstörungen und so weiter. Viel ist eine Frage, dass die Halsmuskeln entspannen und die Energie fließen kann, vom Kopf zum Herzen zum Bauch. Jetzt könnt ihr euch auf den Rücken legen, Vorbereitung zu den Krokodilsübungen. Krokodilsübungen, Makarasana, deshalb genannt, weil sie im Liegen gemacht werden. Menschen liegen, ähnliches wie ein Krokodil, lang auf dem Boden. Krokodilsübungen sind vorzüglich gerade für die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, die Hüften, wie auch für die Knie. Zunächst atmet ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Während ihr da liegt, mit Beinen etwas auseinander, Zehen locker nach außen, Schultern weg von den Ohren. Beim Einatmen hebt sich der Bauch, beim Ausatmen senkt sich der Bauch. Beim Einatmen Bauch hinaus, beim Ausatmen Bauch hinaus. Geht beide Beine zusammen, beugt das rechte Knie, passt mit beiden Händen um das Knie und zieht das Knie Richtung Brustbein. Also nicht nur in Richtung der Brust, sondern mehr noch in die Mitte der Brust. Und dabei atmet tief ein und aus und beim Einatmen drückt besonders den Bauch gegen den Oberschenkel. Mit jedem Einatmen wird so der Oberschenkel etwas weggedrückt, es entsteht Raum im Hüftgelenk und die Lendenwirbelsäule wird lang gemacht. Eine sehr gute Übung für die Bandscheiben. Dann senkt den Fuß, streckt das Bein aus. Und spürt jetzt einen Moment lang nach, spürt, wie die Länge der Beine sich anfühlt. Ich habe jetzt das Gefühl, dass das rechte Bein länger ist als das linke. Dehnung führt zur Entspannung und so. Fließen lassen von Energie, das kann manchmal sich manifestieren als Gefühl der Länge. Beugt das andere Knie. Fasst mit beiden Händen um das Knie. Zieht das Knie sanft zu euch hin. In Richtung Brustbein. Ihr könnt sogar leicht auch die Oberarmbizeps nutzen, aber dabei ruhig gleichmäßig atmen. Ihr könnt sogar leicht lächeln. Und ihr könnt beim Einatmen den Bauch wieder kräftig gegen den Oberschenkel drücken, so Raum schaffen im Hüftgelenk und auch die Lendenwirbelsäule länger werden lassen. Und für die Bandscheiben, die Zwischenwirbelgelenke im Lendenbereich. Und senkt wieder den Fuß und streckt das Bein aus. Spürt wieder den Bein nach, spürt die Länge beider Beine. Schließt beide Beine. Jetzt beugt das rechte Knie und gebt das rechte Knie nach links. Also, rechtes Knie nach links geben und gebt dabei die linke Hand sanft auf das Knie und rechten Arm nach rechts und schaut leicht nach rechts. Kopf leicht nach rechts drehen. Wer
Probleme hat im Lendenbereich, geht noch ganz sanft. Andere können ein bisschen weitergehen. Atmet tief und gleichmäßig. Spürt Lendenbereich, Gesäßbereich, Kreuzbereich. Gerade auch durch das Spüren kommt Energie dort hinein. Und entspannen. Hebt langsam das Knie und streckt das Bein aus. Spürt jetzt den Boden unter euch. Vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr auf einer Stufe liegt. Dehnung führt zur Entspannung, lässt Energie fließen und manchmal fühlt sich das dann weiter an. Schließt wieder beide Beine. Beugt das linke Knie. Gebt das linke Knie nach rechts. Gebt aber die rechte Hand aufs Knie. Schaut mit dem Kopf leicht nach links. Und wer Platz hat, kann sogar den linken Arm nach links ausstrecken oder eben leicht nach links gehen. Lächelt und atmet. Atmet in die Lendenwirbelsäule, atmet in den Beckenbereich, den Kreuzbereich, Hüftgürtel und spürt die sanfte Dehnung, die sanfte Entspannung, das Fließen der Energie. Dann hebt das Knie wieder. Und streckt das Bein aus. Atmet ein paar Mal. Und spürt den Rückenbereich, Kreuzbereich entspannt und bewegt. Das waren die sanften, dehnenden Krokodilübungen. Wir werden nachher noch ein paar weitere machen. Es gibt aber auch anstrengendere Krokodilübungen, die besonders die Muskeln im Kreuz, Gesäß und auch Oberschenkelbereich stärken. Dazu könnt ihr den Brustkorb etwas heben und euch auf die Ellbogen abstützen. Und dann hebt das Becken und bleibt oben. Ganz einfach, aber anstrengend. Und das ist gut. Das ist eine der einfachsten Weisen, seine Rückenmuskulatur sehr stark zu fordern. Und ihr haltet natürlich so lange wie angenehm. Wenn ihr merkt, es wird ein bisschen zu anstrengend, dann senkt ihr wieder. Gut, dann können alle das Becken senken. Gibt es auch das seitliche Krokodil. Ihr gebt jetzt den linken Unterarm nach links. Und ihr dreht euch insgesamt nach links. Und hebt dann das Becken hoch. Fortgeschrittene können sogar das rechte Bein heben und das ganze Gewicht nur auf die linke Ferse bringen. Das stärkt jetzt besonders auch die Oberschenkelmuskulatur, aber auch die Abduktoren der Gesäßgegend um das Kreuzbein herum. Und dann kommt wieder nach hinten. Dann zur anderen Seite, rechten Ellbogen am Boden. Becken leicht heben. Der Fortgeschrittene hebt sogar das linke Bein und dreht sich so, dass nur noch die rechte Ferse den Boden berührt. Eine Gleichgewichtsübung und sehr gut, gerade für die Muskeln der Kreuzgegend in der Nähe des Kreuzbeins. Und senkt den Fuß
kommt wieder zur Mitte. Die Anfänger können sich jetzt schon hinlegen. Für die Fortgeschrittenen habe ich noch eine etwas anstrengendere Variation. Da hebt ihr das Becken und hebt das rechte Bein nur 10 cm hoch. Nur 10 cm. Becken ist recht weit oben, aber das Bein nur 10 cm. Schöne Übung, oder? Langsam den Fuß senken. Und hebt dann das linke Bein nur 10 cm. Lächelt, atmen. Und senkt den Fuß, senkt das Becken, senkt den Brustkorb. Und atmet ein paar Mal. Sehr gute Übungen zur Stärkung von Lendenmuskulatur, Kreuzmuskulatur, auch der seitlichen Beinmuskulatur. Sehr gut, gerade zur Vorbeugung von Problemen im Kreuzbereich, im Ischiasbereich, Lendenbereich und Kniebereich. Und auch das sind energetisch machtvolle Körperregionen. Es ist wichtig, dass dort Lebensenergie fließen kann. Nachdem ihr diese Region gestärkt habt, könnt ihr sie nochmals dehnen. Dazu beugt wieder beide Knie. Gebt die Oberschenkel übereinander, also über Kreuz. Nicht nur die Knie, sondern auch die Oberschenkel. Dann fasst mit beiden Händen um das Knie, das weiter weg ist. Entweder um das Knie oder um die Kniekehle. Und dann zieht mit beiden Händen sanft die Knie zu euch hin. Das dehnt jetzt gerade den Kreuzbereich, natürlich auch die seitlichen Oberschenkel und Hüften, aber eben den Kreuzbereich und schafft Raum auch in den Bandscheiben. Aber dehnt auch die Hüftkreuzbeingelenke, Iliosakralgelenke, die ja so häufig verkantet oder auch verspannt sind. Atmet jetzt in den Kreuzbereich hinein. Fühlt die Dehnung dort. Löst ganz langsam und gebt die Oberschenkel andersherum über Kreuz. Fasst mit beiden Händen an das Knie, das weiter weg ist. Und zieht sanft das Knie zu euch hin. Spürt die Dehnung im Kreuzbereich, natürlich auch die Dehnung in den Hüften, aber vor allen Dingen im Kreuzbereich und atmet. Lasst langsam los, haltet die Knie gebeugt, gebt aber die Füße nebeneinander auf den Boden. Atmet ein paar Mal. Einatmen zum Bauch und ausatmen zum unteren Rücken bis Gesäßbereich. Einatmen Energie im Bauch, ausatmen zum unteren Rücken und Gesäßbereich. Jetzt lasst beide Knie nach rechts fallen und fasst mit der rechten Hand auf das linke Knie, gebt also auch das Knie hoch genug, dass er mit der Hand bequem ans Knie kommt. Und den linken Arm gebt ihr links hinter den Kopf, also diagonal nach links hinten. Also nicht die Hand hinter dem Kopf, sondern den Arm so nach links hinten. Schaut dabei leicht nach links.
Die Fortgeschrittenen könnten auch das obere Knie neben das andere geben, dass es auf den Boden geht. Praktisch den Unterschenkel vor das Knie geben oder nur den Fuß auf das Knie und dann das obere Knie bis zum Boden geben. Weniger Fortgeschrittene halten einfach entspannt die Stellung weiter so wie bisher. Fortgeschrittenere könnte man noch eine zweite Variation ausprobieren. Sie können die linke Hand an das rechte Fußgelenk geben. Dazu muss man den rechten Fuß weiter nach hinten geben. Das ist ähnlich wie im Bogen. Und jetzt schon etwas akrobatisch. Genau, praktisch das eine Knie ist nach vorne und das andere Knie ist nach hinten. Genau, weiter schaut der Kopf entspannt nach links. Gut, bringt langsam, dann lass langsam wieder los, bringt die Knie wieder zur Mitte, bleibt einen Moment lang in der Mitte und atmet. Und dann gebt beide Knie zur anderen Seite, beide Knie nach links. Zunächst haltet die Knie übereinander, erster Schritt. Dann geht die linke Hand aufs rechte Knie, geht also auch das Knie hoch genug, dass die Hand aufs Knie geht. Gebt den rechten Arm nach rechts hinten, so wie es angenehm ist, diagonal. Und schaut dabei leicht nach rechts. Oder wenn es angenehm ist, kann auch den rechten Arm neben dem Körper halten. Hört immer auf euren Körper, achte darauf, dass es angenehm sich anfühlt. Natürlich, ihr könnt jederzeit auch zurückkehren zur Entspannungshaltung. Gut, die Fortgeschrittenere können jetzt das obere Knie über dem anderen Bein auf den Boden geben. Können dabei entweder den Unterschenkel vor dem Oberschenkel geben, manche können auch den Fuß weiter auf dem Knie halten, aber das Knie Richtung Boden oder auf den Boden. Atmen dabei tief ein und aus. Und jetzt nur für die Fortgeschrittenen, ihr könnt das untere Bein nach hinten geben und dann mit der rechten Hand an den linken Fuß fassen, ähnlich wie man den Bogen machen würde, und weiter mit dem Kopf nach rechts schauen. Tief durchatmen. Und kommt zurück zur Mitte. Und kommt 1-2 Minuten lang zur Entspannungshaltung. Entweder bei gestreckten Beinen mit Füßen auseinander oder gebeugten Knien, Fußsohlen am Boden. Hilfreich können auch die Hüften nach rechts, nach links etwas drehen oder die Schultern etwas bewegen oder den Kopf. Atmet tief ein und aus. Einatmen zum Bauch. Und ausatmen über die Oberschenkel bis zu den Füßen mit eurem Bewusstsein. Und beim Einatmen weiter das Bewusstsein zum Bauch und ausatmen das Bewusstsein Gesäß und unteren Rücken. Weiter beim Einatmen das Bewusstsein zum Bauch und ausatmen zum Schultern, Händen.
Weiter beim Einatmen das Bewusstsein zum Bauch, Ausatmen über Rücken, Nacken bis zum Kopf. Zum Bauch und dann ausatmen in alle Richtungen gleichzeitig. Einatmen zum Bauch, ausatmen zu Füßen, Händen und Kopf. Einatmen zur körperlichen Mitte im Bauch und ausatmen zur Peripherie, zu Füßen, Händen und Kopf. Zu den einfachen Asanas, gehaltenen Stellungen. Zunächst der gestützte Schulterstand. Dazu braucht ihr mindestens ein Kissen. Ihr legt ein Kissen unter das Kreuzbein. Gemütlich das ein Bein oder das andere hoch oder ihr beugt die Knie und hebt dann die Beine hoch. Dann haltet ihr beide Beine oben. Wer will, kann aber auch mit den Händen an die Unterschenkel fassen oder die Hosenbeine. Oder um die Kniekehlen. Ihr könnt aber auch bewusst das Kinn zum Brustbein hinziehen, dass der Nacken etwas gedehnt wird. Der Kopf bleibt schon auf dem Boden, aber während der Hinterkopf den Boden berührt, macht ihr den Nacken lang, ein ganz leichtes Kinn Richtung Brustbein. Indem ihr das Becken etwas gehoben habt auf das Kissen, der Bauch etwas höher, so kann das venöse Blut der Beine besser zurückfließen zum Bauch und zum Brustkorb, damit zum Herzen. Fortgeschritten hat man auch damit experimentieren, das Kissen mehr Richtung Brustwirbelsäule zu geben, dass das Becken etwas höher werden kann. Oder das Weichkissen nehmen oder ein dickeres Kissen. Das ist der sogenannte passive Schulterstand ohne Anstrengung. Kann man diese Stellung halten. Sowohl morgens gut für ein sanftes Aufwachen, wie auch abends für ein sanftes Regenerieren. Und auch für jeden geeignet, der vielleicht wegen Nackenproblemen nicht den normalen Schulterstand machen kann. Atmen ein zum Bauch und ausatmen im Bewusstsein über Herzkehle zur Stirn. Einatmen zum Bauch, ausatmen zur Herzkehle und Stirn. Dann kommt zum vereinfachten Flug, indem ihr die Beine etwas weiter nach hinten gebt und die Hände entweder um die Waden gebt oder um die Fußkanten oder Fortgeschrittene, die es nicht abwarten können, die kommen auch zum vollständigen Flug. Atmet tief ein und aus. Spür die sanfte Dehnung.
werden, löst langsam, kommt langsam aus der Stellung. Und gleitet weiter zum Matsyasana, zum Fisch. Gebt die Hände unter die Oberschenkel, Handflächen am Boden, Daumen berühren sich. Gebt den Brustkorb etwas hoch und gebt den Hinterkopf auf den Boden. Beim Anfängerfisch ist nicht der Scheitel auf dem Boden, sondern der Hinterkopf. Also Brustkorb etwas gehoben, Hinterkopf auf dem Boden und dann Schulterblätter stark zusammengeben und den Brustkorb stark heben. Dehnt den Brustkorb. Spürt die oberen Rückenmuskeln. Schon eine anstrengende Übung. Becken bleibt unten, Brustkorb stark oben, Brustmuskeln, oberen Rücken angespannt. Und die Beine raus. Spürt die Öffnung im Brustkorb, spürt die Dehnung dort. Könnt einatmen ins Herz und ausatmen vom Brustkorb her weiterstellen. Einatmen ins Herz, ausatmen vom Brustkorb her weiterstellen. Fühlt euch über das Herz verbunden nach oben. Asana heißt ruhige Stellung. Wir halten die Asana immer etwas, aber wenn es anstrengend wird, könnt ihr eben auch aus der Stellung kommen, dann danach wird es für euch ausreichen. Dann senkt langsam den Brustkorb. Faltet die Hände hinter den Kopf. Hebt den Kopf sanft hoch, spürt die sanfte Dehnung im Nacken. Dreht den Kopf leicht nach rechts, leicht nach links, zurück zur Mitte und senkt den Kopf. Gebt die Arme neben eurem Körper, Handflächen nach oben. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Wenn ihr irgendwo Spannungen spürt, dann schickt beim Ausatmen die Energie dorthin. Einatmen Bewusstheit, Licht in den Bauch. Ausatmen Bewusstheit und Licht dorthin, wo ihr es gerne hinschicken wollt. Schließt eure Beine. Beugt euer linkes Knie, passt mit beiden Händen um das Knie und setzt euch dann wieder zur Hilfenahme des Knies auf. Einbeinige Vorwärtsbeuge, dazu streckt das linke Bein aus, beugt das rechte Knie, gebt den rechten Fuß an die Innenseite des linken Oberschenkels. Fasst mit beiden Händen an die linke Wade, ans Fußgelenk oder ans Knie, soweit ihr angenehm kommt. Und wenn ihr eure Stellung gefunden habt, achtet noch darauf, dass die Zehen Richtung Kopf zeigen und dass es eine sanfte Dehnung ist. Atmet gleichmäßig und spürt die Rückseite des Beins. Wer fortgeschritten ist, kann natürlich auch das Kinn auf das Schienbein geben und die Zehen auf den Scheitel. Die weniger fortgeschrittenen sind ganz zufrieden mit dem, wie weit sie kommen. Schließt eure Augen, atmet weiter. Der Rückseite der Beine sind viele wichtige Nadis, Energiekanäle. Das sanfte Dehnen und gleichmäßige Halten
führt deshalb zu Energiefluss, nicht nur für die Beine, sondern für viele der wichtigen Organe. Sanft gedehnte Beine und fließende Energie in den Beinen helfen auch zu einer Klarheit des Geistes. Und langsam aus der Stellung. Streckt das rechte Bein aus. Beugt das linke Knie. Gebt den Fuß an die Innenseite des Oberschenkels. Fasst mit beiden Händen an den rechten Fuß oder an den rechten Unterschenkel oder rechte Knie. Und so weit nach vorne, wie es angenehm ist. Spürt die sanfte Dehnung in der Wade. Atmet gleichmäßig. Und tief mit dem Bauch atmen. Und immer die Dehnung im Bein bewusst spüren. Kommt langsam wieder aus der Stellung. Streckt die Beine aus. Gebt die Hände hinter euch auf den Boden. Halt die Beine ganz entspannt, spürt eure Beine. Vielleicht spürt ihr ein sanftes Kribbeln in den Fußsohlen oder Zehen. Vielleicht spürt ihr etwas im Bauch oder Herz, Kehle, Stirn. Vielleicht spürt ihr etwas in der Wirbelsäule. In der Scheitelgegend. In den Raum darüber. Schiefe Ebene. Hebt das Becken hoch. Wieder ein paar Mal. Stärkt die Armmuskeln, stärkt die Beinmuskeln, stärkt die Rückenmuskeln. Und senkt langsam das Becken. Und legt euch auf den Bauch, Kopf dahin, wo bisher die Füße waren. Macht ein Kissen mit den Händen, gebt den Kopf zur Seite. Große Zehen zusammen, Fersen auseinander. Und ganz entspannen die Beine. Ihr könnt den Kopf entweder zur Seite geben oder die Stirn auf die Hände.
Mach es so, wie es angenehm ist. Spürt Mutter Erde unter euch. Bauchentspannungslage ist, als ob ihr die Erde umarmt und die Umarmung der Erde annimmt. Kommt zur Sphinx. Gebt die Unterarme auf den Boden, die Ellbogen unter die Schultern. Gebt dabei die Schulterblätter nach hinten und unten. Wölbt den Brustkorb nach vorne. Lächelt dabei. Und versucht aber auch die Rückenmuskeln zu nutzen. Indem ihr die Schulterblätter nach hinten zusammenzieht, benutzt ihr die oberen Rückenmuskeln. Indem ihr auch den Brustkorb nicht nur auf die Arme abstützt, sondern leicht die Rückenmuskulatur nutzt, steigt auch die Lendenmuskulatur. Und langsam aus der Stellung. Gebt die Hände unter die Schultern, Handflächen am Boden. Hebt den Brustkorb hoch. Dann hebt das Becken hoch zum Vierfüßlerstand. Bringt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Legt beide Hände auf das rechte Knie und senkt das Becken. Spürt aber die Dehnung im linken Oberschenkel und vielleicht spürt er sogar die Dehnung tief im Bauch, Psoasmuskel. Es ist wichtig, dass auch diese Muskeln gedehnt werden. Das lässt Energien fließen, wenn die Muskeln tief im Bauch gedehnt werden, kann auch die Lendenmuskeln entspannen. Das ist auch eine Gleichgewichtsübung, die es sich macht. Und hebt das Becken wieder. Bringt dann den rechten Fuß nach hinten. In einer graziösen Bewegung bringt den linken Fuß nach vorne. Hier vorne ist noch viel Platz. Gebt beide Hände auf das linke Knie und senkt das Becken. Ja, den rechten Oberschenkel bewusst nach vorne geben. Spürt die Dehnung im rechten Oberschenkel, vielleicht auch tief im Bauch rechts. Dehnung des Oberschenkelmuskels, des Psoasmuskels, dass Energie auch im Bauch fließen kann. Gerade die Energie des Beckens ist machtvoll und ist wichtig, dass diese fließen kann. Langsam lösen und gebt den Fuß nach hinten und verneigt euch in die Stellung des Kindes. Wenn ihr könnt, setzt euch auf die Fasen, gebt die Stirn auf den Boden, Unterarme neben die Unterschenkel, Stirn am Boden, Ellbogen locker nach außen und unten. Spür die Dehnung in der Wirbelsäule. Spür die Dehnung in den Lenden. Fühlt euch beschützt. Wie ein Kind im Mutterleib. Geborgen. Setzt euch auf zu einer leichten Drehung. Gebt die linke Hand rechts neben das rechte Knie, die rechte Hand nach hinten, dreht euch sanft nach rechts.